Wo sind denn hier? Was ist das? Oh. Au, was ist das in meiner Hand? Nein. Au. Das tut weh. Bin ich hier? Und hiermit herzlich willkommen zu Ark. Und da warten uns gleich mal ein Dilo. Ja, ich habe gesagt, ich let's play das mal irgendwann mal oder so. Anfang September wollte ich es ja machen. Ja, sind wir schon Mitte eigentlich. Und jetzt, ich muss den Ton leiser stellen. Ist viel zu laut. Ne? Ja, das ist das. So. Habt ihr noch mal schöne Einstellungen sehen können. Ja. Rennen wir nicht großartig herum. Fangen wir gleich mal an. Ich muss mich überhaupt in die Steuerung wieder reinversetzen, weil ich das so lange nicht mehr gezockt habe. Ja, das ist für ein Blut. What the fuck? Wie sieht das Blut aus, Alter? Wie sieht das aus, bitte? Richtig unrealistisch. Aber okay. Jetzt erstes Mal Holz farmen. Au, au. Das war kein Stein. Gar kein Stein. Ich weiß nicht, welches Level ist der Dilo überhaupt? Sonst könnten wir ihn theoretisch erst schon gleich zähmen. Gleich mal für den Anfang. Ich habe die Difficulty überhaupt auf 2 gestellt. Wie ich das die Testaufnahme gemacht habe, war die, glaube ich, auf 1,5 oder so. Ja. Sieht richtig geil aus. Ah ja, und ich habe hier einen Mod, also ich habe mir überlegt, welche Mods ich installieren würde, weil die sehr langweilig so. Aber ich habe nur einen Mod installiert und das ist, dass die Dinos mehr Farben haben, dass ein bisschen mehr Abwechslung dazwischen ist. Ich wollte dann auch noch Fackeln machen, also dass die Fackeln einen größeren Radius haben, aber hab's nicht geschafft gerade eben. Und wenn ich noch später aufnehme, dann schaffe ich es wahrscheinlich heute gar nicht, das Video hochzubringen. Ja. So, ja, könnten wir auch mal eine Pickaxe craften und eine Torch, die kostet aber Flint. Okay. Damn. Okay. Haben wir den anscheinend nicht dabei. Weil bei meinem Tester habe ich einen Sattel und eine Brille gehabt für die Dinos, aber ist ja auch nicht so schlimm. Das einmal muss ich leveln. Es gibt ja gar nichts. Bisschen viel Fiber einsammeln. So, ja, mein Plan ist jetzt, mal die Map kurz nebenbei. Den können wir sogar nebenbei so. Wieso schlägt er, wenn ich die Sammeltaste drücke? Okay. Ja, hier sind wir gerade rechts unten. Ich habe vor, dass wir im Verlaufe des Let's Plays so die ganze Insel einmal in Runden und dann so in Schneckenkreisen so immer wie immer tiefer reingehen, oder falls wir einen Platz finden, wo was der was richtig geil ist. Junge, schlägst mich gleich. Ja, dann bleiben wir dort, falls wir einen Ort finden, der uns gefällt, aber derweil noch nicht. In was setzen wir? Ich würde sagen in Movement Speed. Und dann gleich mal die Axt. Learn Axe. Dann... ja. Kleidung. Wenn ich gleich sterben und scheiße, wir haben nur mit 2. Okay, da müsste man das machen. Auch nicht so. Das brauchen wir Flinten. Dann brauche ich unbedingt. Und können wir hier gleich den ganzen Felsen da zerbröckeln. Weil wir nach
OBS hat gerade eben kurz gemeldet, hohe CPU-Auslastung. Was gar nicht gestimmt hat. Na okay, der erste Treat, der erste Kern war ein bisschen überlastet, aber die anderen sind ziemlich niedrig. Das auch noch und die Fackel auch noch. Dann ziehen wir uns das gleich mal an. Das geben wir hier hin. Das geben wir hier hin. Die anderen Berries geben wir hierher. Ich weiß nicht, ob mit den Einstellungen. Ich habe die Einstellungen sind High. Ja, das sind die High-Einstellungen. Und ich weiß nicht, ob die jetzt so unbedingt sind. So. Steamberries. Ja. Hol mal ein bisschen Holz. Bist du die Dealer da vorne? Ja, aber wir... Ich weiß nicht. Überhaupt, das hier... eigentlich? Ja, ich weiß schon, wo wir... Ja. Hier ist es sogar das gleiche Territorium, wo ich bei meiner Testaufnahme war, also... Da habe ich genauso bei East End angefangen und das mein Zuhause war da ein bisschen weiter vorne. Aber hier ist alles viel weiter zugewachsen. Kann es sein, dass von Map zu Map die anders generiert werden, wo, also, dass an manchen Stellen mehr und an manchen Stellen dann wieder weniger Sachen sind? Kann gut sein. Weil hier glaube ich so, ah, kann gut sein hier. Hier sind in der Nähe Warmens. Ein Home. Oh, süß. Ich würde aber zuerst gern Dido haben. Hallo. Ah. Holen wir aus der Hide raus. Geht die schon. Bringen wir alle Dodos um. Hallo. Und du stirbst jetzt! Stirb! Stirb! Yeah! Gleich mal einen Baum mitnehmen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich stelle die Einstellung auf Medium zurück. Ich glaube, das ist für die Aufnahme auch nicht so unbedingt geil. Ja. Fleisch haben wir überhaupt jetzt. Wir haben das nur zwei Fleisch. Ja, dann können wir gar nicht zum Dealer in der Welt gehen. Wir müssen noch viel mehr Fleisch bekommen. Nee. Nein. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Eigentlich, ja, ich habe jetzt mit Ark vor. Jetzt jeden Tag wieder ein Video zu machen. Alter, OBS meldet dauernd hohe CPU-Auslastung. Jetzt ging der zweite ein bisschen hoch. Ja, auch, aber egal. Müssen... Was können wir überhaupt mehr machen noch? Wir haben jetzt alles, ja. Vier Sachen dabei nur. Was können wir machen? Ein bisschen farmen eigentlich. Ja, tun wir mal Thatch. Farmen sehr viel. Ui. Dann warten wir, bis wir den Speer haben, dass wir so sicher sind. Und dann gehen wir zum Dido. Ja. Ich glaube, ich stelle die echt zurück. Wo ist der Dido überhaupt jetzt? Nicht, dass ich ihm jetzt direkt in die Arme fliegt. Das ist er nicht. Da? War der vorherige nicht ein bisschen mehr rot? Ja, wir haben gleich ein Level Up. Yui. Sammeln wir mal ein bisschen noch
Narco Berries brauchen wir eh sowieso. Aber Fleisch ebenso, das ist auch dumm. Ja, wollte ich auch noch sagen. Vielleicht tue ich irgendwann einmal, wenn sich das ergibt, dass irgendwer kommt. Weil ich wollte es ja von Anfang an schon machen, dass ich es zu zweit mache, weil geht zu zweit viel schneller und ist auch nicht so langweilig. Aber ja, hat sich derweil nicht so wirklich ergeben was. Und deswegen möchte ich jetzt einmal alleine das machen, und wenn halt irgendwann einmal was sich ergibt und das dann sicher fest ist und alles fertig ist, nicht dass irgendwelche Probleme noch auftauchen, dann mache ich es mit jemand anderem. Wow, Alter! Jo, geht er mich gleich an? Werfen kann ich die nicht. Level 7. Stirb! Stirb! Oh Mann, da fliegt er weg. Ah. Taktilo. Ich brauche hier Dodos unbedingt. Wieso ist die Schildkröte überhaupt unter Wasser? Level 3, ja. Was ist, wenn ich versuche, auf sie drauf zu gehen und sie von oben dann angreife? Oh, ziemlich nahe. Jetzt gehe ich wieder ins Wasser hinein. Jo, nein, der war gerade oben. Nice. Nice. Nein, oh, verdammt, 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 verdammt. Müssen sie irgendwie überlisten. Will sie selber machen. Hallo. Brauch ein Speer. Anders kriege ich nicht da. Oder von E geht ja auch nicht wirklich. Nicht drüber. Nein, nicht drüber. Alter. Scheint laggt mit der Aufnahme trotzdem ein bisschen mehr. Und jetzt sieht auch noch Nacht. Oh. Hä? Was macht sie für Geräusche, Alter? Oh, Minecraft PvP Skills. Ein bisschen essen mal. War wohl nicht so eine gute Entscheidung. Oh Mann, wie kriege ich die down? Gar nicht, will ich mal fürs Erste sagen. Ich muss irgendwie Level farmen, dass ich jetzt schnell... Ich bin eh gleich voll wieder. Und dann setze ich mal ein bisschen auf Leben mal. Oh, da vorne ist ein Licht. Ja, jetzt. Gut. Ist das hinten? Okay. Leben. In Ground Points auf das setzen und auf das setzen und auf das setzen. Ist sie gleich da? Ja. Uah! Ja, den habe ich auch noch nie gesehen. Das ist auch sicher vom Mod. Also die Farbe. So. Craftables, schnell das und das. Ja, craften. Gut, dann mal das anziehen. Wieso habe ich zwei Fackeln? Ich weiß, wir werden gleich angegriffen, Alter.
Hey, wo ist sie? Schildkröte ist weg. Oh, da ist sie. Greift sie mich gar nicht mehr an. Nee, geil. Stirb! Stirb! Scheiße. Okay. Ja, erste Folge, erster Tod. Random. Location. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge und ja, zum nächsten Mal.